Im Süden des Fichtelgebirges wölbt sich der über 900 Meter hohe Granitrücken des Steinwaldes zu einem markanten Landschaftsbild auf. In dieser markanten und wunderschönen Landschaft eine Nacht draußen unter freiem Himmel verbringen. Unser erstes Ziel ist die Burgruine Weißenstein. Wir folgen den steinigen Weg in Richtung der Burg. Aus dem harten Urgestein haben Wind und Wetter steil aufragende, bizarr geformte Felsgruppen geschaffen. Der Naturpark Steinwald nimmt eine Fläche von 24.645 Hektar ein. Auf dem höchsten Felsen steht der Rest des ehemaligen Burgfrieds der Burg. Mauerreste zeigen sehr gut die ehemaligen Befestigungsanlagen. Das ist die Burgruine Weißenstein. Gehen wir jetzt mal hoch auf den Turm. Der Name der Steinwaldburg Weißenstein erscheint urkundlich erstmals am 21. März 1279 als Wistenstein. Die Burg Weißenstein dürfte 1560 endgültig aufgegeben worden sein. Die Bauten verfielen und begruben einen Teil der Mauern unter ihren Schutt. Auch der Turm verlor seinen Aufbau und sicher einen Teil seiner ursprünglichen Höhe. Die überlebensgroße Bronzestatue Mutter Erde auf der Südseite der Burganlage wurde im Rahmen des Projekts Kunst und Kultur am Weißenstein aufgestellt. Die Figur verkörpert das Bodenständige und die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die Frauenfigur wacht über die Burg. Wir lassen die Ruine zurück und begeben uns in den Wald. Immer wieder stoßen wir auf große, mit Moos bewachsene Steinformationen. Natürlich wäre uns so ein Platz zum Übernachten am liebsten. Angelehnt an den Stein, ein Feuer machen und die Zeit genießen. Doch leider liegen diese Steine zu nah an den Spaziergängerwegen. So müssen wir einfach weitersuchen. Brauchst nichts mehr machen. Ein Feuer sieht man auch nicht. Perfekt. Und wärmt. Und wärmt, ja. Wir erreichen die 865 Meter hoch gelegene Kapelle aus Holz und Granit im Steinwald. Der Name des Platzes, auf dem die Kapelle steht, heißt An der Kapelle. Es muss also schon früher ein solches Bauwerk bestanden haben. Nun müssen wir uns einen guten Platz für die Nacht suchen.
Nach einer ausgiebigen und längeren Suche haben wir endlich einen Platz für die Nacht gefunden. Sattes Grün und umringt von jungen Fichtenbäumen. So soll es sein. Wir haben uns jetzt total kaputt gelatscht. Das ist sowas von lang rumgelaufen, bis wir mal einen Platz so gefunden haben. Ja, viele Jägerstände da gewesen und überhaupt. Übernachten wird jeder von uns unter einem Tarp. Ein Tarp ist eine Regenplane, die über dem Schlafsack aufgespannt wird. Das ersetzt ein Zelt. Auch ein Regenponcho kann dort mühelos als Tarpersatz verwendet werden. Darunter eine Plane, Isomatte und Schlafsack. Fertig ist das komplette Setup für die Nacht. Also ich habe wirklich heute Probleme gehabt, meinen Tarp aufzuspannen. Ich wollte es eigentlich ein bisschen schöner machen. Jetzt habe ich es halt klassisch. Also man sieht es da hinten, ich habe Probleme mit den Bäumen. Nachdem der Schlafplatz eingerichtet wurde, können wir zu dem gemütlichen Teil der Tour übergehen. Ja. Meine Braten ist leuchtet. Mhm. Boah, krass. Keine Kneipenhocker. Das sind doch keine Smarties, das sind Kaugummis. Ja, komm ich schon. Da bin ich dann nur mit Fließ. Immer wollte ich es doch, ne? Jetzt noch warm, immer wollte ich und Jacken dafür. Ja. Oh, geh mal spitzen mal. Eine Daunenjacke da anziehen. Wenn ich den Ärmel finde. Ja. So. Ich koche immer hier, aber ich habe hier immer meine Anzünder. 32 Stück, die kosten glaube ich so 1 Euro noch was. Ich nehme ich überhaupt nicht hier, weil ich mir zu teuer eigentlich so. Und es funktioniert. Ich habe schon oft genug gesehen, dass es funktioniert. Die billige Version, ja absolut super. Die brennt easy und billig ist auch. Nehme ich mir her. Ja. Mag ich lieber. Und wie lange brennt jetzt so ein Würfelchen? Also hier wird meistens so ein Rippchen drin. Ja. Und ungefähr 10 Minuten. Reicht. Dann nehme ich nach und so kocht es gleich. Ja, genau. Das kocht er sofort. Ja. Danach, dass er das verrußt, aber es ist egal. Ich so das hast du beim Feuer auch. Ich habe so eine billige Tüte aus Stoff, wo es im Kaufhaus gibt. Mhm. Das ist eine Einkaufstüte und da stecke ich sie rein. Eine schwarze Einkaufstüte, das sieht man direkt nicht. Und da kommt es dann rein und passt. Busch passt. Busch passt. Nein. Er macht ganz schön Rabatz, gell? Gegen den. Den kann der nicht mithalten. Wie heißt der? Ich habe meinen Gaskocher mit. Allerdings macht es der Wind etwas schwierig, das Wasser schnell zum Kochen zu bringen. Ein Windschutz wäre sehr sinnvoll gewesen. Lass das schmecken. Immer noch. Was hast du denn gemacht eigentlich? Suppe, also praktisch nur die Würfel halt mit frischem Knoblauch, 5 Stück und eine Zwiebel rein, gekocht und Brot rein, altes. So, wir werden jetzt hier ein bisschen gemütlich sitzen, es ist ganz schön feucht am Boden, es ist 20 vor 6 und naja, schauen wir mal, Feuer werden wir auslassen heute. Brauchen wir nicht, wollen wir auch gar nicht heute machen. Naja, passt so auch und Suppe gegessen jetzt und jetzt machen wir gerade einen Tee. Naja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein bisschen ratschen und das war's dann eigentlich. Irgendwann ins Bett, oder? Opa, was sagst du? Und er ist auch gleich fertig. Bestimmt hat es noch einen Suppengeschmack drin, aber ist egal, ist eh nur Ingwer. Ingwer ist eh scharf. Teewurst. Teewurst oder E-Wurst? E-Wurst. Der Vollmond heute Nacht bietet uns ein fantastisches Lichtspiel in diesem schönen Wald. So, ich überlege mir gerade, ob ich das so abgespannt lasse, so tief unten. Fast wie ein Tipi, weil mir ist echt kalt. Ich bin das noch gar nicht gewohnt. Wir haben jetzt 0 Grad, also Respekt. Damit habe ich jetzt gar nicht mal so gerechnet. Hier noch einen Blick aus meinem Schlafplatz. Dieser ist wirklich sehr gemütlich und auch relativ windgeschützt.
In die Schuhe habe ich meinen Packsack gestopft, so kommt die Feuchtigkeit nicht in die Schuhe und morgens können sie trocken angezogen werden. Morgens um 7 Uhr bin ich aufgewacht und die Nacht war ruhig und man konnte gut schlafen. Die Nacht war mit minus 3 Grad schon recht kalt und der Wind ist etwas stärker geworden. Guten Morgen, ein bisschen kalt ist schon, wenn mich hier aus der Sonne macht. Guten Morgen. Guten Morgen. Bist du umgezogen heute Nacht? Nee, frühstücken. Ach so. Im Wind hat man jetzt aufgepackt. Wir reden noch ein wenig über den letzten Abend und die schöne Nacht. Dann gibt es erstmal einen Kaffee. Ich nutze den Kocher noch, um meine Hände etwas aufzuwärmen, da sie doch wirklich etwas kalt geworden sind. Wir sind Busbrasers. Naja, dann Prost. Guten Morgen. Wie war die Nacht? Windig, aber wie? Ja, windig war es. Ich habe gut geschlafen, wenn ich mal anfangen darf. Ich lieber noch. Aber ich habe irgendwie stellenweise ziemlich gefroren. Mein Tab war nicht winddicht unten, da ist durchgegangen. Da war es kalt für mich. Aber irgendwann in der Früh war es mir mollig warm. Ab so, ich glaube ab 4 war es dann vorbei, die Kälte. Dann habe ich auch endlich mal so richtig geschlafen. War eigentlich angenehm. Ich habe das Tab relativ zugehabt. Vielleicht zeige ich euch das nach dem Frühstück, irgendwann mal oder morgen. Wenn ich Lust habe, ja. Im Moment nicht so viel. Was ich draus gemacht habe oder wie ich das mit dem Katoma verbunden habe, war eine ganz gute Geschichte. Wie hast denn du geschlafen? Sau gut. Wie immer. Einzige, ich liege ja leicht schief drin. Prost, moin. Prost. Ich liege ja leicht schief. Und durch diese Schieflage bin ich dann immer raus aus dem Zelt unten rausgekommen, aus dem Tent. Tent. Und war dann praktisch hier so halb draußen. Ach so, ja. Bin wieder reingekrochen. Aber gut geschlagen. So habe ich es eben aufgespannt, da drüben an die kleine Fichte. Und hier habe ich ein Seil, eine Schnur gespannt an den nächsten Baum, weil die Abstände von den Bäumen waren nicht optimal dafür. Da habe ich es hinten abgespannt, das Tarp, damit mehr Platz drunter ist. So mit den Expandern, wie ihr seht, ist das eben ziemlich flexibel, wenn der Wind geht. Obwohl der Stecker gar nicht fest drin ist, hält es aber. In der Nacht habe ich das dann einfach hier, den Expander, abgemacht und darunter gespannt. Michi, und dein Setup? Also wie immer halt ganz schnell aufgebaut. Seil, NVA-Tab und unten halt Decke und ja, Handschützen drauflegen, mit Bodenfeuchtigkeit, mehr gibt es nicht zu sehen. Für uns war diese eine Nacht draußen in der Natur wieder einmal eine sehr gute Zeit. Verbunden mit Natur und Freundschaft. Übertroffen werden kann das nur noch mit dieser atemberaubenden Landschaft. Ich kann nur jeden raten, geht raus in die Natur, weg von dem Alltagsstress und erlebt ein Mikro-Adventure einer besonderen Art. Equipment benötigt man am Anfang nicht viel, Rucksack, Isomatte und ein Schlafsack sind die Basics. Der Rest kommt mit der Zeit. Bevor es dann endgültig nach Hause geht, werden wir noch einen Kaffee trinken und über die schöne Zeit reden. Abonniert meinen Kanal und folgt uns in die Natur.
Da schafft die Kamera nicht das rechte. Schon schön mit dem Mond, aber leider schafft es die Kamera nicht das Recht, das Rechtliche einzufangen. Schon schön mit dem Mond da. Wir haben vollen Mond und ich kann hier nichts bedienen irgendwie. Nicht schlecht wäre das. Aber geht nicht. Ja, auf alle vier mit dem Papa, ne? Oh Mann! Mich hat ein Steinwald kaputt gemacht. Ja, ich wollte mit der Tour liegen nach alten Brauch, aber. Da ist ein... Oh Mann, der alte Brauch liegt am Boden. Ich bin. Das ist das Survival. Ich kann das Ding benutzen, wenn ich angeln will. Noch. Mhm, ich kann. Was abgeschossen? Servus, liebe Wander- und Outdoor-Freunde. Das ist ganz ernst. Ja. So, wir haben alles zusammengepackt, wir hauen wieder ab. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, lasst uns ein Abo da. Wir freuen uns auf jeden Fall. Volle Fälle. Dann kommen die Bush Brothers nochmal. Bush Brothers, genau.